Ihr habt mit Sicherheit das Video von Freitag gesehen. Die Drogerie macht im Moment wirklich Dinge mit uns, die ich kaum aushalte. Und heute geht es direkt weiter, denn aktuell stehen so viele verschiedene Limited Editions der günstigsten Marken in der Drogerie, dass es fast gar keinen Sinn ergibt, 15 Videos zu machen, sondern ich bringe alle Produkte hier in eines. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Heute, wie eben schon angekündigt, haben wir drei verschiedene LEs. Oder sind sie vielleicht sogar vier? Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Rival de Loop, Rival Loves Me haben gerade wirklich... Ich weiß nicht, was da los war. Sie haben auf jeden Fall abgeliefert und wir schauen, ob die Produkte auch funktional in unserem Gesicht sind, denn es ist so ein bisschen, ne, wer mich kennt, der weiß, wie ich zu sehr viel Glitzer stehe, aber wir haben hier echt spektakuläre Produkte und wir schauen, was das Ganze kann. Und damit wir gar nicht so viel Zeit verlieren, hüpfen wir auch direkt rein und starten mit dem ersten Produkt. Es gibt nämlich von Rival de Loop aktuell auf jeden Fall zwei LEs. Einmal die Lots of Love LE, das Video habe ich euch am Freitag gedreht, mit der sehr, 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 sehr guten, günstigen Alternative zu einer sehr beliebten Palette mit länglichen Fändchen. Und es gibt die Glossy Flames Limited Edition, unter anderem mit dem Blurry Makeup Primer. Glättender und korrigierender Blurry Makeup Primer gleicht Unebenheiten optisch aus. Die Textur sorgt für ein ebenmäßiges und strahlendes Hautbild für eine verlängerte Haltbarkeit des Make-ups. Kommt einmal in so einer Quetschtube, sieht sehr, sehr hochwertig aus. Ich liebe blau und goldene Akzente und ich finde, das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Ich pumpe einfach jetzt erstmal ein bisschen was raus. Oh ja, kommt direkt raus. Ich kann jetzt nicht viel riechen. Es ist mit Sicherheit so ein Silikonprimer. Ja, ich kann wirklich keinen Duft wahrnehmen und den trage ich mir jetzt mal nur heute auf einer Gesichtshälfte auf. Sehr, sehr weich. Er schmilzt schon fast bei Kontakt mit der Haut und vielleicht könnt ihr es auf der Stirn sehen. Wie der den Glanz sofort rausnimmt. Da seht ihr die Kontur. Das ist ja verrückt, ne? Also so Pore Blurring Primer sind immer ganz spannend, wenn man wirklich vergrößerte Poren hat. Ich trage mir die meistens wirklich nur punktuell auf, gerade manchmal hier ums Näschen oder hier auf den Wangen mit, einfach damit es da ein bisschen weicher aussieht. Pro-Tipp, nehmt nicht zu viel und vor allen Dingen lasst ihn ein paar Sekunden antrocknen. Wenn ihr jetzt direkt mit einem Produkt rüber geht, mit einer Foundation, einer BB-Cream, dann kann es passieren, dass ihr das Produkt wieder rausnehmt und es dann mit dem Produkt mischt und es sich dann nicht verträgt. Deswegen einfach mal kurz ein Momentchen eintrocknen lassen und es fühlt sich sehr, sehr glatt an. Ich finde es schön bei dem, dass der nicht so dick ist, wenn wir beispielsweise den Benefit Professional haben. Der ist sehr, sehr pastig und da hast du auch wirklich dieses zugepackte Gefühl auf der Haut. Hier sehr, sehr seidig. Was ich ein bisschen fragwürdig, klingt jetzt sehr negativ, ist es nicht, aber die LE heißt Glossy Flames und wir haben sehr viel Glitzerprodukte mit drin oder schimmernde Produkte. Warum dann ein Blurring, mattierender Primer mit drin ist. Das macht für mich Storytelling-mäßig nicht so viel Sinn, aber ist natürlich ein super süßes Produkt und ich weiß, dass es viele von euch definitiv lieben werden. Bleibt unbedingt noch dran, denn wir haben wirklich sehr, 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 sehr viele Produkte, die ja auch hier wieder sehr günstige Alternativen sein können. Bevor wir das machen, wollte ich aber meine Base machen und dafür benutze ich von Typology das Tinted Serum in der Farbe 2 und mische das und ich liebe diese Kombination aus beiden mit dem 5% Vitamin C Glow Drops Produkt. Beide zusammen unglaublich gut. Das könnt ihr auch in eine Creme mit reinmischen. Aber ihr wisst ja, ich war vor ein paar Tagen mit Typology in Paris. Das war kein bezahlter Trip, sondern einfach, um die Brand so ein bisschen kennenzulernen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, um zu verstehen, wie die Brand arbeitet und was die Brand so besonders macht. Ihr kennt mit Sicherheit Typology schon von mir oder von anderen Creatorinnen und Creatern. Aber das ist eine Brand, die ausschließlich vegane Produkte hat und das alles in Frankreich hergestellt. Wir waren im Headquarter von Typology und haben dort wirklich nicht nur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt, sondern auch beispielsweise, das fand ich natürlich super spannend, das Labor, wo die Qualitätstests gemacht werden. Und sie haben uns gezeigt, habt ihr mit Sicherheit im Vlog gesehen, wie streng diese Qualitätstests von Typology sind, weil sie einfach wirklich einen ganz, ganz hohen Anspruch haben. Und das merkst du auch in den Produkten. Erstmal, das ganze Branding der Brand ist natürlich schon
unglaublich hochwertig, aber du hast auch eine qualitativ einfach sehr, sehr hohe Wirkung in den Produkten. Und ich habe hier einmal das Produkt mit drauf und mische mir jetzt diese Glow Drops mit rein. Und die geben euch nicht nur diesen wirklich sehr, sehr schönen Glow, sondern sie machen auch alles so ein bisschen frischer und noch leichter. Das Tinted Serum hat eine wirklich sehr, sehr leichte Deckkraft, aber es sieht unglaublich schön aus. Und deswegen habe ich auch nur auf einer Seite den Primer aufgetragen, weil es einfach der verschiedene Finishes dann haben wird. Was ich bei Tapology wirklich schön finde, ist, dass es auch wirklich gut für empfindliche Haut gemacht ist. Es kann ja sein, dass ihr vielleicht sehr empfindlich auf Silikone reagiert, auf Duftstoffe, Produkte, die die Poren verstopfen. Das habt ihr mit dem Tinted Serum auf jeden Fall nicht. Es ist eine ganz, ganz leichte Textur, die ich im Sommer vor allen Dingen auch sehr, sehr gerne getragen habe. Ich finde, der mattierende Primer hat wirklich gut mattiert. Ich trage es jetzt nochmal auf der anderen Seite auf. Und zu Paris nochmal, das war wirklich so interessant, weil, klar, ich habe schon mit Typology vorher zusammengearbeitet und habe festgestellt, dass es eine sehr, sehr gute Marke für mich ist. Nicht nur, weil ich einfach die Ästhetik unglaublich schön finde, sondern ich bin ja auch durch meine Mama darauf gekommen. Ich war neulich bei meiner Mama und habe euch eine Aufnahme gemacht bei ihr im Bad. Da siehst du die Produkte auch und sie benutzt sie wirklich immer sehr, 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 sehr ausgiebig. Und sie hat mich zu Typology gebracht und hat es mir empfohlen. Das Tinted Serum ist auch schon angereichert mit Vitamin C und Aloe Vera und spendet wirklich den ganzen Tag Feuchtigkeit. Falls euch das ganze Video zu Typology interessiert, ich verlinke euch das mal. Da habe ich sehr, sehr ausführlich über die Produkte gesprochen. Und in Kombination mit diesen Glow Drops hast du einfach dieses unglaublich natürliche Finish. Und das ist halt das, was ich im Moment so mag. Ihr wisst das, ne? Dieses sehr subtile, was nicht so laut ist, aber die Haut trotzdem sehr gepflegt ist. Ich habe auch von Typology ein tolles Angebot bekommen für euch. Wenn ihr den Link unten in der Infobox benutzt, dann gibt es ab einem Mindestbestellwert von 45 Euro ein ganz, 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 ganz tolles Produkt mit dazu. Und das Ganze funktioniert auch nur über den Link. Also ihr könnt euch das Angebot sichern. Aber ich wollte erstmal mit euch über die Base sprechen. Ich verlinke euch alle Produkte und ein paar weitere Empfehlungen von mir unten in der Infobox. Da müssen wir nachher drüber reden. Bleibt bitte dran, weil da muss ich mal wirklich mit euch mäusen. Weil das, na, da war ich neulich sehr schockiert. Base sieht unglaublich schön aus. Wir hüpfen mal direkt weiter zum nächsten Produkt und zwar ist es das hier. Das war in der Lots of Love LE, habe ich euch schon gezeigt, ein absolut grandioses Produkt von Rival de Loop, der einer der besten Contouring Sticks, die ich aktuell in der Drogerie auch wirklich finden kann. Lässt sich super schnell ausblenden, funktioniert mit sehr, sehr vielen verschiedenen Produkten und funktioniert vor allen Dingen auch ohne ein Tinted Serum oder ohne eine Foundation sehr, sehr gut. Es ist unglaublich pigmentiert und ich weiß, dass viele immer fragen, ja, aber hält es den ganzen Tag? Das tut es. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Jeden Tag kommt eine neue LE im Moment raus und die sind halt alle gut. Aber ich finde es schön, dass vor den Feiertagen da wirklich auch nochmal so ein paar spektakuläre Produkte mit rauskommen, denn ich finde die Drogerie, ich lese es ja, ich denke mir das ja nicht aus, ne? Ich lese ja die Kommentare, vor allem hier auf YouTube geht's, auf TikTok beispielsweise ist es nochmal so ein bisschen was anderes, dass viele einfach der Drogerie nicht trauen und das verstehe ich nicht. Was für eine unglaublich schöne Base das ist. Na, ganz, ganz leicht, dieser Glow kommt durch, aber es ist halt nicht klebrig, sondern die Haut ist einfach sehr, sehr gepflegt. Das nächste Produkt, wird aufregend, ist das hier. Das gab es, glaube ich, so auch schon mal. Ich weiß aber nicht, ob es Catrice war oder nicht. Auf jeden Fall gab es so ein Produkt auch schon mal von Huda Beauty. Das sind die Glazing Highlighter Pearls. Die einzigartige Cremetextur mit lichtreflektierenden und schimmernden Pearls sorgt für einen strahlenden Glow. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass du hier nicht so eine dicke Schicht von diesem transparenten Zeugs hast, sondern direkt diese Kugeln merkst. Also du kannst direkt hier reingehen und das mischen, entweder mit dem Finger und dann punktuell auftragen. Oh, wartet mal. Ich nehme mal einen Pinsel. Du kannst mit dem Pinsel, glaube ich, noch ein bisschen besser arbeiten. Arbeite mir das kurz in die Hand und kannst dann ein bisschen grobflächiger auftragen. Das gefällt mir deutlich besser als das, was es schon mal gab. Wie gesagt, ich glaube, das war Catrice. Da war halt sehr viel von dieser, es war wie Vaseline, ne? Und das hast du hier nicht, sondern du bist direkt bei diesen Glow Pearls und hast dadurch nicht dieses Schmierige, was die Foundation so schnell zersetzt. Das ist ein sehr, sehr schöner Glow, weil er zwischen Gold, Silber und etwas Rosé changiert und dadurch natürlich für viele Hautfarben sehr gut funktioniert. Du kannst natürlich auch punktuell ein bisschen arbeiten. Wenn du was Helles haben willst, nimmst du eine helle Perle. Wenn du was Dunkles haben willst, nimmst du eine dunkle Perle. Es fühlt sich sehr, sehr weich an. Du kannst es auch so ein bisschen drücken, aber, und das sehe ich hier, das ist kein großer Glitzer, sondern einfach nur sehr reflektierend. Und wenn du es nicht so konzentriert mit einem Finger aufträgst, sondern vielleicht eher mit so einem Pinselchen hier, wie ich es jetzt getan habe, sieht das Ganze
sehr natürlich aus. Großartig, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, dass das ein Flop wird, weil ich das so schon mal getestet hatte. Du hast hier zwar auch diese Base mit drin, die ist jetzt aber nicht so, nicht direkt oben, dass du direkt diesen Gloss-Effekt hast. Das heißt, das ist möglich, um es mit Foundations oder mit einer getönten Tagespflege zu benutzen. Das andere war eher was für ein No-Make-Up-Make-Up-Day. Sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf und dann geht's weiter. Ich sehe aus wie eine Natural Queen today. Wir haben noch ein anderes Produkt. Das ist ein Tinted Balsam. Den kann man für die Lippen oder ich benutze ihn tatsächlich sehr, sehr gerne als Blush. Und vor allen Dingen die Farbe Coral Orange ist sehr, 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 sehr schön. Ist so ein Multifunktionsprodukt, ne? Du hast sehr viel Farbe. Aber eine unglaublich schöne Farbe. Du hast auch eine recht hohe Farbauswahl. Und die sind sehr, sehr pigmentiert. Entweder auf den Lippen für so einen Hauch. Du kannst es sogar so ein bisschen um die Augen machen. Oder, wie gesagt, als Blush. Sehr, das ist sehr, sehr schön, weil es ist mit Hyaluronsäure und Raspberry-Samen, Himbeer-Samenöl und einem leichten Pfefferminzextrakt angereichert ist, der aber nicht wehtut. Ne? Also das ist jetzt nicht so ein bitzelndes Produkt, sondern einfach ein sehr schönes und das einfach hier so ein bisschen rüber. Und das ist ja das, was ich immer so schön finde, wenn die Lippen und der Blush sehr ähnlich sind. Bei Typology, Mama, jetzt bitte kurz ausschalten. Ich schicke dir einfach den Teil des Videos später. Wegschalten, jetzt. Typology verschickt immer sehr, 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 sehr schön. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für sie. Sie hat sich das gewünscht. Also falls du wirklich nicht weggeschaltet hast, Mama. Es ist immer sehr, 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 sehr schön verpackt. Es kommt in einer sehr, sehr schönen Box und sehr liebevoll verpackt. Und dann habe ich da einfach nur noch um den Versandkarton selber noch mal so Kraftpapier gemacht mit so einer Paketkordel. Unglaublich schön. Du hast halt ein schönes Geschenk auch immer, ne? Es gibt mir richtige Sommervibes, ne? So eine ganz zarte Farbe und das ist der Vorteil, es ist halt sehr pflegend. Augen! Da hatten wir ja die Palette letzte Woche. Es gibt aber noch eine von Rival Loves Me. Und zwar die Catching Snowflakes LE mit sehr, sehr schönen Farben. So ein bisschen reduzierter, ein bisschen romantisch, ne? Wir haben ein paar Glitzer-Shades wieder, aber auch so ein paar geflockte Farben, die ja immer sehr pigmentiert sind und einen schönen Effekt auf den Augen haben. Ich starte mit dem Ton hier. Das ist so ein schöner pastelliger Ton. Und den setze ich mir erstmal ganz leicht in die Lidfalte. Oh ja, der ist schön kühl, sodass du den auch gut benutzen kannst, wenn du vielleicht ja schon so Richtung ein Schlupflid gehst vielleicht, um einfach so einen leichten Schatten zu haben, aber trotzdem Farbe da zu haben. Das ist eine sehr, sehr zarte Farbe. Man könnte ihn jetzt auch noch mischen mit diesem Ton hier. Machen wir vielleicht mal ganz leicht, dass es dann doch noch so ein bisschen roséfarbener wird. Ich bin ja eher so bei diesen kühlen Farben im Moment, mag das ganz gerne. Aber du hast eine sehr schöne Farbauswahl. Du hast was Helles, was Dunkles, was Schimmerndes, was sehr Reflektierendes, Glitzer hast du sogar. Und das hätte auch eine Frühlingspalette sein können. Ne? Die Kombination aus beiden Farben gefällt mir sehr, sehr gut. Unglaublich schön. Ist eine sehr, sehr schöne Farbkombination. Ich würde jetzt, wenn es nur noch mir gehen würde, einfach nur diesen Ton hier nehmen. Das mache ich jetzt auch. Und setze den hier ganz grob rüber. Und jetzt schaut euch bitte mal diesen sehr subtilen Look an. Das ist ja jetzt nicht viel, ne? Aber du hast Farbe im Gesicht. Du kannst sagen, ja, ich habe recht viel Zeit investiert, weil ich einen schön ausgeblendeten Look habe. Der ist aber nicht so laut, der ist nicht so frech. Ich gehe jetzt nochmal hier in diese schimmernden Töne. So ein bisschen, um eine Cut Crease anzudeuten. Oh wow, ich dachte nicht, dass die so doll sind. Deswegen gehe ich nochmal hier so ein bisschen in den lila Ton. Mischt es mit rein und jetzt ist es natürlich schon wieder ein bisschen mehr. Wir können das Ganze auch natürlich noch ein bisschen verdunkeln. Dafür nehme ich den Ton hier ganz leicht und gebe mir den nur an den äußeren Bereich, so ein bisschen in die Lashline schon reingemischt, einfach für ein bisschen Tiefe und habe einen spektakulären Look, der mehr Look geworden ist, als ich eigentlich wollte. Sieht sehr hübsch aus, ne? Kommen wir nochmal kurz zu den Lippen. Ich habe neulich, als ich in Paris war, habe ich ein Treatment bekommen, eine Gesichtsbehandlung. Unter anderem, ich bin eingeschlafen und bin war immer nur so am Wegdämmern und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass sie mir was auf die Lippen gegeben hat, wo ich wieder wach geworden bin, weil normalerweise so im Gesicht, ne, das ist ja üblich beim Facial und sie hat mir was auf die Lippen gegeben. Wenn ihr, und ich weiß, ihr tut es, im Winter trockene Lippen habt, schon so richtig aufgeplatzte Lippen, ne, die so richtig schorfig schon sind. Oder einfach, wenn ihr wisst, ihr wollt einen Liquid Lipstick tragen, macht bitte ein Lippenpeeling. Aber dasselbe für eure Lippen oder noch mehr für eure Lippen gilt wie für euer Gesicht. Keine physischen Peelings, sondern nur
chemischer. Und hier ist er, und das war krass, das war wirklich krass, weil ich das Produkt nicht kannte, 2% Mandelsäure und Granatapfelenzym Lippenpeeling. Es tut nicht weh. Du hast es wie so ein Lipgloss, gibst es rauf und das peelt. Sehr mild. Es schmeckt so ein bisschen süßlich, also nicht unangenehm. Ne? Du hast nicht dieses, mach's mir bloß wieder ab, sondern ganz mild. Es trocknet dann runter und die Lippen sind sehr, sehr weich. Ich lasse das dann immer ein Momentchen drauf, je nachdem, wie lange ihr es wollt. Ihr braucht es gar nicht abmachen. Ne? Ich mache es jetzt gleich aber ab, weil ich noch ein paar andere Produkte für die Lippen benutzen wollte. Aber das hier, das hält ewig. Es sind 15 Milliliter mit drin. Jetzt im Winter raufmachen. Es trocknet nicht aus. Ne? Die meisten Lippenpeelings trocknen immer so aus. Du hast hier aber trotzdem nochmal dieses Pflegende mit drin, was sehr, sehr schön auf den Lippen sich anfühlt. Hier ist nämlich noch Squalane mit drin und das ist ja perfekt für die Haut. Jojobaöl ist auch noch mit drin. Das heißt, du hast nicht nur Peeling, sondern du hast auch diese Pflege mit drin. Es gibt auch, die ich sehr, sehr gerne mag, die getönten Lippenöle. Ne, die sind schon pigmentiert. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Du kannst sehr flexibel mit den Produkten arbeiten. Passt halt auch jetzt perfekt zu dem Lidschattenlook. Ne? Es gibt auch noch was für die Lippen aus einer Kollektion. Sehr viel für die Lippen heute. Und zwar ebenfalls aus der Glossy Flames, den Plumping Lip Topper. Mit aufpolsternder Wirkung und ultra glänzendem Finish. Kann pur oder als Topcoat verwendet werden. Kann ich mir sehr, sehr gut auf einem Liquid Lipstick vorstellen. Ich mische mir den jetzt hier mal rein. Riecht sehr gut. Riecht wie mein Lipgloss. Oh ja, der hat recht grobe Glitzerpartikel mit drin. Oh wow. Das ist sehr, sehr glossy. Ja, so ein bisschen Silber und goldene Glitzerpartikel kann man wahrnehmen. Kann ich mir auch sehr, sehr gut auf den Wangen wieder vorstellen, aber ich glaube, da reicht es jetzt heute. Du merkst auch so ein bisschen den bitzelnden Effekt, aber es ist sehr, sehr spannend. Also ich mag sowas ganz gerne, um so ein paar Akzente zu setzen. Es muss ja nicht immer voll Glitzer sein, überall, sondern du kannst ja auch da mal einen Akzent nur aufs Lippenherzchen geben. Ich trage mir noch mal ein bisschen Mascara auf. Und wir haben noch etwas, habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, mit Mascara-Toppern in Gold. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ja, ich sehe was. Ich weiß aber nicht, ob man das braucht. Ich sehe jetzt wirklich ein paar goldene Partikel mit in meinen Lashes. Ist vielleicht was für Karneval oder für so ein kleines Highlight. Würde ich jetzt aber sagen, muss nicht unbedingt sein. Ich mag die Texturen davon meistens nicht. Die sind mir immer ein bisschen zu wässrig und schmieren recht schnell. Was man damit machen kann, ich kenne es von meinen Schwestern, die sind, ne, so, soll mal ein bisschen glitzern oder so, dann kannst du ja mal so eine Strähne in Glitzer machen und du hast halt nicht ein Kind, was 16 Wochen lang mit einer ausgewaschenen pinken Strähne durch die Gegend rennt. Dafür ist das, glaube ich, gut. Für meine Wimpern ist es nichts. Ich mag die Textur aber auch einfach nicht und vor allen Dingen den Effekt nicht. Ansonsten ist das ein unglaublich schönes Make-up. Sehr pflegend, sehr glowy, nicht zu schwer, sehr erwachsen. Ne? Also ich dachte zwischendurch so, jetzt wird es ein bisschen viel auf den Augen. Könnte man natürlich auch deutlich weniger benutzen. Ich bin aber sehr gespannt, wie euch die Produkte gefallen und vor allen Dingen, wie euch die Produkte von Tapology gefallen haben. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch alles einmal unten über diesen Link. Also ihr könnt nicht einfach auf die Webseite gehen und dann dieses Gratis-Produkt mit dazu kriegen, sondern es funktioniert wirklich nur über diesen Link. Schaut da gerne mal vorbei. Probiert die Sachen mal aus. Ich habe euch ja vorhin auch was gezeigt, was bei uns zum Beispiel in der Dusche jetzt steht, die jetzt neu gemacht ist. Sieht natürlich nicht nur toll aus, sondern ist auch einfach toll. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin unglaublich gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Passt auf euch auf, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.